ganz kurz noch, ganz kurz. Paul Pizzerra, du bist seit dem klein, ganz klein schon Sturmfan. Was bedeutet das für dich? Du hast alles gefüllt, die Stadthalle in Wien, die Grazer Stadthalle, du hast vor, weiß nicht, wie viele tausend Leute gespielt. Was ist das jetzt für dich? Das bedeutet gar nichts, weil das geht darum, dass die Leute, die wirklich ihr ganzes Leben für Sturm hier richten, die Leute, die da vorne stehen in der ersten Reihe, und weiter hinten auch noch, die ihr ganzes Leben dafür aufbringen, den Verein zu unterstützen und das ausrichten, für die ist das das größte Geschenk und um die soll es heute gehen, um die wirklichen Fans, die einfach alles dafür tun, dass der Verein noch größer wird, als was er schon ist. Und das ist da und das ist dort und nur um das geht. Paul Pizzerra, ihr Leiter, danke Pauli. Das kommen, da sind sie eh schon, deine Jungs. Wie war es gestern in der Kurve? Wie war es gestern in der Kurve? Ja, gut. Also, ich glaube, pro Tor eine Stunde Schlaf war es. Also von dem her bin ich ganz stolz, dass ich noch halbwegs respektabel ausschaue. Aber ich bin von einem Auftritt weiter entfernt als Rapid vom Cup-Titel. Das ist nicht so. Ja, der hat passt. Absolut. Am 1. Mai muss man sagen, Pamela Rendi-Wagner, die Richtung stimmt. Und jetzt stoß mal an, hätte ich gesagt, oder? So, so, so.